Ja, hallo Leute, meine Freunde, willkommen auf dem YouTube-Kanal zum weiteren Video, Ausgabe 76 von Inferno. Wir bauen Kit, der Kult aus den 80er. So, heute wird es ein bisschen, wir bauen heute mal weiter. Wir machen erstmal die Windschutzscheibe vom Kit dran. Das machen wir gleich auch mit Thema auch dran, aber erstmal gucken wir uns das Heft an. So, das ist heute die Ausgabe, die Windschutzscheibe mit Scheibenwischer. So, wir müssen auch diese sogenannte hier diese Strebe abmachen, die habe ich schon abgemacht. Jetzt machen wir jetzt sofort die Scheibe dran. So, dann werden wir die Scheibe erstmal befreien aus der Verpackung. Auch nicht vergessen, die Sachen, die wir letztens hatten, die müssen auch dabei sein. Die habe ich jetzt hier hingelegt, lege ich mal hin. Die sind in der letzten Ausgabe. Die müssen wir beibehalten. Ich brauche die Schere nochmal. Ach, danke übrigens für die schönen, nette Kommentare, die mir immer einer reinschreibt, aber auch immer hier zum Thema. Das Modell wird langsam. Danke nochmal. Ja, ich freue mich, wenn das einmal fertig ist, der Kit. So, habe ich alle Tüten. Die Tüte ist auf. So, wunderbar. Jetzt können wir anfangen. Jetzt befestigen wir endlich die Scheibe. Aufpassen natürlich hier die Scheibenwischer. Knister, knister Häuschen, wir knabbern da mal ein Häuschen. Vorsichtig. So. Das ist leer. So. Die legen wir am besten mal hier hin. Ich habe immer Probleme, weil ich eine schwarze Unterlage habe. So, das haben wir abgemacht, die Strebe. So, jetzt müssen wir die Scheibe einfach jetzt hier gut drauflegen. Das kommt hier oben rein. Dann drehen wir die Sache um. Vorsichtig sein. Ich muss ein bisschen mal, warte mal eben. Ich mache es eigentlich nicht so gerne, aber ich muss mal eben das hier festkleben, weil die ganzen Türen gehen auf. So, Scheiben müssen wir hier vorne befestigen, hier hinten. Da benötigen wir die Schrauben BP. Richtig. BP. War der falsche Schraubendreher. Es ist immer interessant, wie viele Schraubendreher ich jetzt hier für das Modell schon getestet habe. Und ich muss sagen, das sind die besten hier. Da kannst du mir wirklich sagen, die dürfen hier nicht fehlen in der Werkstatt. So. Coole Sache. Sind auch nur drei Schrauben. So, jetzt drehen wir die Hose um. Müssen wir es umdrehen? Bevor ich wieder was falsch mache.
Nein. Jetzt machen wir es erstmal so wieder rum. Müssen wir aufpassen. So. Jetzt müssen wir dann diese Teile hier befestigen. Sind auch nummeriert links L. Links ist da. Daumen rechts ist. Da müssen wir auch die Schrauben nehmen, die dabei waren. Ich hatte alle gefragt, würdest du noch ein Auto machen? Und ich sagte, nee. Das ist wirklich aufwendige Arbeit. Weil es ist Köpfchensache. Aber man merkt richtig, wenn man das zusammenbaut, dass das wirklich super, super wird, das Auto. Also so ist es nicht. Also es ist schon qualitätmäßig, muss ich ehrlich sagen. Das sage ich immer wieder. Richtig geil. Man freut sich immer wieder, auch wenn es fertig wird. Wenn alles dran kommt. So. Jetzt drehen wir die auch das hier um. Also manchmal stimmen die Löcher nicht. Da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen. Ich muss nächsten Monat mal zum Augenarzt noch. Also immer zum Optiker. Ich glaube, ich brauche wirklich noch eine Brille. Ach, das ist furchtbar, wenn man älter wird. Aber ich muss auch gerne jetzt mal sagen, seit Corona. Ja, jetzt habe ich eine Schraube wieder weg. Trotzdem, wenn man es liegen lässt. Also es ist eine sehr hohe Fummelsarbeit. Ihr müsst hier die Schrauben reinsetzen. Es ist wirklich eine Fummelsarbeit, das hier dran zu schrauben. Das sage ich euch. Da müsst ihr wirklich Geduld haben. Aber ich rede hier von mega Geduld. Ihr müsst jetzt richtig hier zusammenschieben. Das ist wirklich hier richtige Arbeit. So, dann müsst ihr die Schrauben von jeder Seite unten machen, ne? Hier sind auch noch Löcher, die müsst ihr dann... So, dann einmal hier. So. Das haben wir hier fest. Ich merke gerade, ich habe das Mikrofon gar nicht angeschlossen. Egal. So sieht es erstmal aus. Jetzt müssen wir noch die Scheibenwischer oben drauf machen, aber schon trächtig groß, Leute. Ne? Ein geiles, großes Teil. So, dann machen wir die Scheibenwischer fertig. Nein, die funktionieren nicht. Ne? Also, ich denke, nur als Zierde gedacht, jetzt hier. Cool. Schade. Schau mal vor, die hätte man noch. Zum, zum. Wie originale Scheibenwischer die Scheiben geputzt. So, jetzt müssen die irgendwie hier vorne drauf gesteckt werden. Ich glaube, der
kommt, glaube ich, hier dran. Aha, okay. Das ist ein aufpassendes Plastik. So, haben wir. Ich muss noch hier ein paar Sachen dran schrauben. Von letzten Ausgabe, das mache ich auch noch fertig. Das sage ich euch nochmal. So, das machen wir den anderen dran. Voila! Tada! Wischiwaschi, so, also sieht das schon mal aus. Ne? Ihr seht, woran wieder schon, wie groß der wird, wie er aussieht. Und ich habe noch eine kleine Überraschung. Ich habe gedacht, komm, machst du mal den Feature rein, wie der aussieht, wenn er leuchtet. Geil, ne? So. Gut, dann möchte ich das Video beenden. Wenn euch die Ausgabe 76 hier auf meinem YouTube-Kanal gefallen haben sollte, lasst einen Daumen oben. Nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Projekt hier auf meinem Kanal wieder. Euer Mike, bis dann. Ciao.